Ich trinke nur noch meinen Kaffee, Harry, dann komme ich sofort. Dann sag dem Präsidenten, dass ich heute Nacht erst gegen 2 Uhr nach Hause gekommen bin. Vom Dienst. Was? Na gut, dann sag's ihm nicht. Sag ihm, ich melde mich sofort, wenn ich im Präsidium bin. Ja, gut. Ja, guten Morgen, Herr Präsident. Morgen, Herr Dirk. Ist was? Kann ich mal reinkommen? Haben Sie einen Moment Zeit? Ich habe nicht sehr viel Zeit, aber kommen Sie nur rein, bitte. Bitte schön. Ja? Ja. Ich war gerade auf dem Weg in die Schule und da ist mir eingefallen, dass ich etwas vergessen habe. Bücher, Hefte, die ich unbedingt für den Unterricht brauche. Ja. Und deswegen bin ich nochmal zurückgekommen. Aha. Ja. Und Sie haben keine Schlüssel. Ist Ihre Frau nicht da? Doch, sie ist da. Das heißt, ich nehme an, dass sie da ist. Aber es kann sein, dass sie nicht allein ist. Nicht allein? Ja. Darf ich mal etwas fragen? Natürlich. Haben Sie nicht gemerkt, dass meine Frau einen Liebhaber hat? Sie wohnt doch Tür in Tür mit uns. Ist Ihnen das noch nie aufgefallen? Haben Sie den Mann noch nie gesehen? Nein, ich... Jetzt steht sein Wagen vor der Tür. Jetzt kommt er schon früh morgens. Ich möchte nicht reingehen. Aber ich brauche die Hefte für den Unterricht. Ja, und was soll ich tun? Könnten Sie, Leuten und meine Frau, falls sie an die Tür kommt, bitten, mir die Hefte zu geben? Sie liegen auf meinem Schreibtisch. Mein lieber Doktor, das ist wirklich eine unangenehme Situation für mich. Für mich auch, Herr Dirk. Für mich auch. Gut. Warten Sie. Derek, Ihr Nachbar, Frau Schenk. Herr Derek, ja. Ich komm gleich, einen Moment. Gut, ja. Guten Morgen, Frau Schenk. Kann ich was für Sie tun? Ja, Ihr Mann braucht für den Unterricht in der Schule die Bücher, die da auf seinem Schreibtisch liegen. Er ist nochmal zurückgekommen. Mein Mann? Ja. Wo ist er denn? Ah, wartet da bei mir in der Wohnung. Warum kommt er denn nicht selbst? Wo bist du denn? Warum kommst du nicht? Also komm und hol dir deine Hefte. Herr Dirk, ich bestehe darauf, dass Herr Dirk mit reinkommt. Ich habe nichts dagegen. Bitte kommen Sie. Na, hol deine Sache. Was hat er Ihnen gesagt? Er schien etwas unglücklich zu sein. Das ist er immer. Was hast du Herrn Derek gesagt? Dass du Besuch hast. Hab ich auch. Bitte kommen Sie. Darf ich vorstellen, das ist Georg Ronda. Hallo. Hallo. Hallo, Doktor. Das ist unser Nachbar, Herr Derek. Er ist Kriminalkommissar. Interessanter Beruf. Ja, manchmal. Was ist Ihre? Ich bin Gymnastiklehrer. Er hat ein Fitnesscenter. Wir haben uns dort kennengelernt. Was machen Sie hier? Morgens um diese Zeit. Und kaum, dass ich aus dem Haus bin. Ich habe ihn zum Frühstück eingeladen. Lieber Doktor, ich kann jederzeit gehen. Also dann? Du wirst dich doch nicht vertreiben lassen. Aber du siehst doch, wie aufgeregt er ist. Das bin ich auch! Also gut, geh. Okay. Ich ruf dich dann an. Sehen Sie jetzt, wie sie mich bedrückt. Es macht den beiden nichts aus, dass ich es weiß, dass jeder es weiß. Es ist ihnen gleichgültig. Nimm dich zusammen. Geh in deine Schule. Du wirst so nicht weitermachen können. Du nicht, er nicht. Es ist zu viel. Zu viel.
geht er mit seinem Unglück. Aber so ist es nun mal. So interessant ist es auch wieder nicht. Haben Sie schon gefrühstückt? Ja, ich habe schon gefrühstückt. Ich noch nicht. Ich kann es nicht leiden, allein zu frühstücken. Wollen Sie nicht wenigstens eine Tasse Kaffee? Oh nein, danke. Ich bin schon zu spät. Wenn Sie mal nicht zu spät sind, dann denken Sie dran, dass nebenan jemand ist, der nicht gern alleine frühstückt. Harry. Morgen, Stefan. Es liegen einige Termine an. Wo warst du? Ich habe einen Einblick in das unglückliche Eheleben meines Nachbarn getan. Oh Gott. Wen soll ich anrufen? Den Präsidenten. Präsidenten. Ist ein Schullehrer, weißt du? Aha. Verheiratet mit einer Frau, die Hummel im Hintern hat. Zurechtgelegt, aber dann habe ich sie einfach vergessen. Muss doch noch mal zurückfahren. Ja, also. Wir untersuchten das letzte Mal die Rolle, die untreue Frauen im Drama spielen. Und dort sind sie eigentlich nur möglich, wenn der Untreue etwas gegenübersteht. Sonst fehlt das Spannungsverhältnis, von dem das Drama ja nun mal lebt. Ich sagte, wenn der Untreue etwas gegenübersteht. Was meine ich damit? Recht haben? Verletzter Stolz? Stolz? Wieso Stolz? Oder verletztes Ehrgefühl? Siehe Homer, Helena? Ja, das ist richtig. Verletztes Ehrgefühl. Aber das wollen wir nicht so hoch einschätzen. Prestigeverlust in der Öffentlichkeit? Mein lieber Junge, mir geht es nicht ums Prestige. Das wäre ein minderes Motiv, ein sehr oberflächliches. Ein Drama, das nur davon lebt, das hätte gar keine Tiefe, nur einen ganz oberflächlichen gesellschaftlichen Bezug. Sie haben gefragt, was der Untreue gegenüberzustehen hat, damit das Drama Tiefe bekommt. Liebe. Die Liebe. Sie sagten, Sie hatten die Hefte vergessen. Muss noch mal zurückfahren. Ja. War der Typ wieder bei Ihrer Frau? Ja. Haben Sie nicht rausgeworfen? Das kann ich doch nicht. Den hätte ich doch achtkantig rausgeworfen. Tritt in den Hintern hätte ich dem gegeben. Warum lassen Sie sich das eigentlich alles gefallen? Ja, das frage ich mich auch. Ist der eine stärker als Sie? Ja, das ist er. Und ich... Es ist nicht meine Art, jemand in den Hintern zu treten. Finde ich gut. Na, geht's schon besser? Ja, danke. Wir haben uns was überlegt, Herr Doktor. Sollen wir mal mit Ihrer Frau sprechen? Wir würden Sie gerne mal kennenlernen. Kann man denn mit ihr reden? Man kann nicht mit ihr reden. Also vielleicht können nur Sie nicht mit ihr reden. Wir können es doch jedenfalls mal versuchen. Nein. Ja, die macht sie doch fertig. Die Schlampe wirft sich doch jedem an den Hals. Entschuldige, aber in 20 Schuljahren habe ich noch nie einen Schüler geschlagen. Ja, macht ja nichts. Entschuldige. Macht ja nichts, hat ja nicht wehgetan. Entschuldige. Jetzt entschuldigen Sie sich doch nicht immer. Du wirst dich wundern, ich habe einen guten Cognac gehoben. Mich wundert gar nichts mehr.
möblierte Wohnung. Es ist 10 Uhr. Wenn man schon mal früh nach Hause kommt, dann fällt mir hier gleich die Decke auf den Kopf. Ja, Gott sei Dank, das ist doch nur vorübergehend. Sag mal, ist das immer so laut hier? Das ist hoffentlich auch nur vorübergehend. Hallo, Dr. Schenk! Fangen Sie mal auf! Dr. Schenk! Das Kind meinem Nachbarn. Der unglückliche Ehemann. Nein, nein, ihr könnt nicht rein. Was wollt ihr hier? Ihr weckt das ganze Haus auf. Ist sie da oder ist sie nicht da? Sie ist nicht da. Och, jetzt haben wir extra den weiten Weg gemacht. Wir wollten sie doch nur mal anschauen. Haben Sie wenigstens ein Bier für uns? Hm. Ein Schullehrer. Naja, das ist das erste Mal, dass es bei dem so laut ist. Hm? Nicht schlecht. Doktor, Sie müssen was unternehmen. Ja. Ja, das haben wir alle gesagt, dass Sie was tun müssen. Ja, Sie müssen sich doch wehren. Sie sollten klare Verhältnisse schaffen. Da musst du ihm auch sagen, wie. Und mit Gewalt. Wieso? Was heißt Gewalt? Du spinnst doch. Mit Entschiedenheit, meine ich. Er muss einfach meinen rauswerfen. Kann er doch nicht. Wieso kann er nicht? Er darf doch nicht so da sitzen, wie er jetzt da sitzt, wie ein nasses Sack. Ja. Hören Sie recht, Thaler. Darf man Ihnen das nicht sagen? Mann, Sie müssen sich am Riemen reißen. Sie sind doch die letzte Flasche, wenn Sie nichts unternehmen. Da musst du ihm auch sagen, was er tun soll. Ja, Sie kann er doch nicht rausschmeißen, ja, wieso, oder? Wieso kann er denn nicht? Wenn du das nicht kapierst. Nein, ich kapier's nicht. Weil er eine Beziehung hat zu seiner Frau. Na ja, und? Du weißt schon. Ach, ich weiß gar nichts. Oh. Aus der nicht rauskommt, du ja, blöd Mann. Da muss er auf ihn los. Hey, sollen wir uns den mal vornehmen? Wo finden wir den? Der arbeitet in so einem Fitnesscenter, hat er doch gesagt. Haben Sie noch einen Drink für uns? Sagen Sie überhaupt dazu, dass wir gekommen sind? Besten Dank. Guten Morgen, Doktor. Morgen, Herr Derrick. Was war denn da gestern Abend los bei Ihnen? Ein paar von meinen Schülern haben mich besucht. Sie haben mir Ihren Rat angeboten. Rat angeboten? Was in meiner Lage zu tun ist. Was? Was in Ihrer Lage zu tun ist? Ja, in meiner privaten Situation. Ja, kennen denn Ihre Schüler Ihre private Situation? Ja. Sehen Sie, Herr Derrick, ich habe diese Schüler zum Teil seit Jahren. Sie sind wie meine Kinder und ich bin vielleicht so etwas wie Ihr Vater, wenn auch kein besonders guter. Keiner, den man sehr respektieren muss. Ich hab's Ihnen mal erzählt, als ich ganz am Boden lag. Im Klassenzimmer auf dem Boden nach einem Herzanfall. Ja, ich verstehe. Was für einen Rat haben Ihnen Ihre Schüler gegeben? Ja, sie halten mich für stärker, als ich bin. Aus Ihnen spricht so etwas wie jugendliche Empörung. Ich soll den Kerl umbringen. Na, kein besonders guter Rat. Ich sag's ja, jugendliche Empörung. Ich hab mich gefragt, welcher Haltung, welcher inneren Haltung so etwas entspringt. Ist es die Suche nach idealen Verhältnissen? Das hat mich die ganze Nacht beschäftigt. Auf der Suche nach idealen Verhältnissen sind wir ja alle. Oder sind Sie da anderer Meinung? Nee, Sie werden schon recht haben. Ideale Verhältnisse, die gibt es wohl nicht. War Ihre Frau gestern Abend dabei? Nein, nein, sie war. Sie können sich doch sicher denken, wo sie war. Wo sie jeden Abend ist. Alles klar, danke. Stefan, kommst gerade richtig. Mord in einem Fitnesscenter. In einem Fitnesscenter? Ja, der Inhaber Georg Ronda wurde heute Morgen erschlagen aufgefunden. Telefongespräch für Sie. Telefon? Dringend? Rechthaler, achten Sie bitte darauf, dass keine Unruhe entsteht. Ja, Schenk hier? Herr Schenk hier.
Alias Derek. Der Name des Liebhabers Ihrer Frau. Rhonda. Georg Rhonda. Warum fragen Sie? Ich erkläre es Ihnen später. Und? Rhonda. Georg. Also der Mord ist mindestens 8 Stunden her, IAC. Dann müsste er verübt worden sein, so ungefähr gegen Mitternacht. Willi? Ja? Wie ist der Täter reingekommen? Keine Spur für ein gewaltsames Eindringen. Ja, dann muss er seinen Mörder selbst hereingelassen haben. Harry, wir haben hier im Moment nichts zu tun. Fahren wir zu mir nach Hause, ja? Gut. Und zur Nachbarin, oder? Ja, so bequem habe ich es noch nie gehabt. Zeugenvernehmung gleich nebenan. Herr Derek. Guten Morgen, Frau Schenk. Das hier ist mein Kollege, Inspektor Klein. Können wir mal reinkommen, bitte? Aber natürlich. Dankeschön. Kommen Sie. Danke. Wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Dankeschön. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Der Kaffee ist noch heiß. Ich, Frau Schenk, ich muss Ihnen etwas sagen. Heute Nacht ist, Georg Rhonda ist heute Nacht ermordet. Ermordet? Georg ist... Georg ist tot? Ja. Der Mord wurde heute Morgen entdeckt. Und es ist Mord? Er wurde mit einer Hantel erschlagen. Deswegen habe ich nichts von ihm gehört. Ich habe ihn angerufen. Es hat sich niemand gemeldet. Ich dachte, er ist schon unterwegs. Er wollte herkommen. Wer hat ihn umgebracht? Wir wissen es nicht. Lassen Sie mich überlegen. Ich war bei ihm. Gestern Abend. Er hat eine Wohnung im selben Haus. Ich war bei ihm bis ungefähr gegen 12. Dann hat er mich runtergebracht zu meinem Wagen. Er sagte, also bis morgen. Er frühstückt immer hier. Wer hat ihn umgebracht? Wer? Naja, ich sagte Ihnen ja schon, das ist unbekannt. Sie haben also Rhonda so gegen Mitternacht haben Sie ihn verlassen, nicht wahr? War bis zu diesem Zeitpunkt irgendetwas ungewöhnlich auffällig, war vielleicht etwas bemerkenswert, oder? Nein. Nein. Nichts. Telefonanrufe vielleicht? Nein. Nein, es hat niemand telefoniert. Oder war irgendjemand an der Tür? Nein, niemand. Als Sie nach Hause kamen, haben Sie da noch Ihren Mann gesehen? Nein, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Sie glauben doch nicht etwa... Sie glauben doch nicht, dass mein Mann... Mein Mann... Nein, mein Mann ist gar nicht fähig. Aber Sie haben Ihren Mann gestern Nacht nicht gesehen? Nein. Wann haben Sie ihn gesehen? Heute Morgen. In welcher Verfassung war er? In welcher Verfassung? Ach, ich habe keine Ahnung, in was für einer Verfassung mein Mann morgens ist. Wir reden nicht miteinander. Wieso? Hat er Ihnen nicht gesagt, dass er gestern Abend Besuch gehabt hat? Er hat Besuch gehabt? Ach, er hat also nicht darüber geredet. Ich sag Ihnen doch, wir reden morgens nicht miteinander. Was für einen Besuch hat er gehabt? Entschuldigen Sie bitte die Störung, Doktor. Herr Derek, Sie besuchen mich? Ja, ich
Wir würden gerne mit Dr. Schenkelmann sprechen, bitte. Ist da was passiert? Heute Nacht ist Georg Ronda in seinem Fitnesscenter ermordet worden. Sie haben mich verstanden, ja? Ja, ja. In seinem Fitnesscenter, sagen Sie? Ja, ihm wurde der Schädel eingeschlagen. Was für ein Ende. So ein Ende hat er also genommen. Wo waren Sie heute Nacht, Herr Schenk? Zu Hause. Und als Ihre Frau nach Hause kam, haben Sie sie gehört? Ich höre immer nachts, wenn meine Frau nach Hause kommt. Vorher schlafe ich nicht. Kann ich nicht schlafen. Haben Sie mit ihr gesprochen oder sich bemerkbar gemacht? Mich auch noch bemerkbar machen, wenn sie von ihrem Geliebten nach Hause kommt. Ich stelle mich schlafend. Sagen Sie, Dr. Schenk, könnten Sie vielleicht die Schüler Ihrer Klasse auf den Hof schicken? Ist es möglich? Bis auf die Schüler, die Sie gestern Abend besucht haben. Haben Sie verstanden? Doktor, bitte gehen Sie hinein. Sagen Sie es Ihren Schülern. Nur die, die mich gestern Abend besucht haben? Ja. Ja, Herr Derek, was wollen Sie von denen? Es handelt sich um eine polizeiliche Untersuchung. Was ist denn das für einer? Ich meine, du kennst ihn ja besser. Der so ist gutmütig, ist wohlwollend, ist liebevoll, naiv. Sag mal, ist der so unbeholfen? Ja. Ja, das ist er wohl auch. Polizei? Ja. Es ist etwas passiert. Ronda ist ermordet worden. Deswegen ist die Polizei hier. Georg, Adrian, ist dazu etwas zu sagen? Manni? Was soll dazu zu sagen sein? Tod. Ist ja ein Ding. Was sagt ihr denn dazu? Wie ist er denn umgekommen? Er ist erschlagen worden. Das sind die Herren von der Polizei. Herr Derek ist mein Nachbar. Er weiß, dass ihr gestern Abend bei mir wart. Guten Tag. Ja, ich wohne neben Dr. Schenk. Ich habe das natürlich mitgekriegt, wie Sie da gestern Abend erschienen sind vor dem Haus. Das war nicht zu überhören. Darf ich jetzt jeden um seinen Namen bitten? Ich bin Adrian Luther, mit 2 T. Mit dem Religionsstifter habe ich nämlich nichts zu tun. Danke. Ja, und das hier ist Georg... Ich kann mich schon selber vorstellen. Georg Rechthaler. Manfred Schliemann. Britta Stolze, Ursula Westhoff. Ja, Sie haben also gestern Abend Ihren Lehrer Dr. Schenk besucht, dessen, ja, sagen wir, private Situation Ihnen ja bekannt ist. Seine private Situation? Na, was am meinen, kannst du dir doch denken. Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht ganz. Was meinen Sie damit? Na, dass seine Frau ihn für dumm verkauft, das meint er. Oder meinen Sie das nicht? Lass ihn doch erst mal fragen. Danke. Ja, das ist richtig. Genau diese private Situation, meine ich, die Sie ja alle kannten, nicht wahr? Sie wussten ja, dass die Frau Ihres Lehrers einen Geliebten hat. Sie kannten seinen Namen und Sie wussten doch sicher auch, wo er zu finden ist, oder? Er hat es uns ja gesagt. Das kann man doch verstehen, dass er das loswerden musste. Wenn es auch nichts Besonderes ist. Was ist nichts Besonderes? Wenn seine Frau ihren Mann betrügt? Oder ein Mann seine Frau. Ist doch gang und gäbe. Man sieht das doch heutzutage nicht mehr so eng. Ah ja. Ja, jetzt erhebt sich natürlich die Frage, warum waren Sie gestern Abend bei Dr. Schenk? Der tat uns doch leid. Das ist doch ein Mann, der sich nicht wehren kann. Habe ich recht? Entschuldigung, Herr Doktor. Ja, er hat recht. Das ist nicht seine Art. Ja, und da haben wir gesagt, wir gehen zu ihm hin, damit er was unternimmt.
Wir waren es einfach leid, ihn immer so da sitzen zu sehen. Na ja, so wie jetzt. Sie treffen sich doch auch außerhalb der Schule, nicht wahr? Sie, so, zu fünft. Dicke Freundschaft, ne? Kann man so sagen, ja. Klar, weiß doch die ganze Schule. Sie wissen, was passiert ist? Ja, Dr. Schenk hat es uns gerade gesagt. Der Gymnastiklehrer ist tot. Warten Sie mal, Sie haben Dr. Schenk verlassen gestern Abend. Das war, ja, so gegen 23:30. Ja, ich weiß es, ich habe Sie gesehen, wie Sie in Ihre drei Wagen stiegen und losfuhren. Wo sind Sie hingefahren? Nach Hause? Nicht noch einen kleinen Umweg gemacht? Herrn Ronda aufgesucht in seinem Fitnesscenter? Nein. Wir sind alle nach Hause gefahren. Für wen sprechen Sie eigentlich? Für sich selbst oder für alle? Na, ich spreche für mich selbst, aber ich glaube, jeder spricht für sich. Ja, ich bin nach Hause gefahren. Ich mit ihm. Ich bin auch nach Hause gefahren. Und ich mit ihm. Was glauben Sie denn, Herr Derrick, dass einer von Ihnen... Das ist unmöglich. Das ist ganz unmöglich. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Meine Schüler töten niemanden. Sie haben ihre Empfindung, ihre Zuneigung, ihre Abneigung. Das ist ihr gutes Recht, aber das geht doch nicht bis zum Mord und Totschlag. Wenn Sie wüssten, was das für mich bedeutet. Was? Das interessiert mich. Was wird das für Sie bedeuten, Doktor? Ich sage Ihnen, Sie irren sich. Sag mal. Kinder, ihr verschweigt mir doch nichts. Was meinen Sie denn? Was sollen wir Ihnen denn verschweigen? Hören Sie zu, Herr Doktor, lassen Sie sich von denen nicht aufs Kreuz legen. Die sollen Sie nicht so wichtig nehmen. Die haben doch da irgendeine Idee, die Ihnen in den Kram passt. Das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Na wirklich, ich würde das an Ihrer Stelle nicht so ernst nehmen. Was sagen Sie denn übrigens dazu, dass der Mann tot ist? Den sind Sie doch jetzt los. So kann man das doch auch mal sehen. Dr. Schenk? Ich brauche ein paar Angaben über diese jungen Leute. Also Charakter, Familienverhältnisse, die Adressen brauche ich. Das sind alles hervorragende junge Leute. Ihre Verhältnisse sind in Ordnung und gegen ihren Charakter ist nichts zu sagen. Was willst du? Ich hab's in der Schule gehört. Ronda ist tot. Und? Was willst du damit sagen? Dass es mir leid tut. Es tut dir leid? Das glaube ich dir nicht. Du hast ihn gehasst. Du bist froh, dass er tot ist. Nein, das bin ich nicht. Warst du letzte Nacht zu Hause, als ich kam? Ja, natürlich war ich zu Hause. Du hast dein Bett nicht benutzt. Ich habe hier auf dem Sofa geschlafen. Auf dem Sofa? Du hast auf dem Sofa geschlafen? Ich denke jedes Mal, dass du noch einmal ins Wohnzimmer kommst, weil du vielleicht etwas brauchst, etwas zu trinken oder zum Essen. Hast du heute schon etwas gegessen? Nein. Ich will dir etwas machen. Ich will nichts essen. Warst du wirklich zu Hause heute Nacht? Sie sind es? Ja, dürfen wir mal reinkommen? Ja, kommen Sie nur. Wir stören doch nicht, oder? Nein, Sie stören überhaupt nicht. Danke schön.
Guten Tag. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Es geht nicht um mich. Das, was passiert, das hängt mit Dr. Schenk zusammen. Der Geliebte seiner Frau ist ermordet worden. Nun mach mal nicht so ein Gesicht. Was die Herren von mir wollen, weiß ich ja nicht. Frau Stolz, ist nett, dass Sie auch hier sind. Ja, sie ist jeden Mittag hier. Zum Essen. Ihre Eltern arbeiten beide. Sie ist hier wie zu Hause. Ist doch richtig, oder? Ja. Frau Rechter, es tut mir leid, dass wir Sie beim Essen stören. Ich habe mal eine Frage. Wann ist Ihr Sohn letzte Nacht nach Hause gekommen? Wann ich gestern nach Hause gekommen bin. Haben wir darüber nicht schon gesprochen? Es geht nur um eine Bestätigung. Dann ist die ganze Sache vergessen. Na, wie hätten Sie es denn gerne? Am besten ganz ehrlich. Und vor 12. Vor 12, Mama. Hast du gehört? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Na, ob ich vor 12 zu Hause gewesen bin. Ich sehe schon, so kommen wir alle nicht auf unsere Kosten. Es ist nämlich so, wenn ich nach Hause komme, dann schläft sie schon. Leben Sie mit Ihrer Mutter allein in diesem Haus? Nein, meinen Vater gibt's auch, aber der ist die meiste Zeit auf Geschäftsreise. Oh. Ich kam übrigens erst nach 12. Nach 12? Ich habe erst Britta nach Hause gebracht und dann fuhr ich noch am Bahnhof vorbei, weil es da schon die Morgenzeitung gibt. Sie sind miteinander befreundet? Ja. Das ist ein ziemlich schwaches Wort. Ist es mehr? Ja. Viel mehr? Ja. Ist das interessant für Sie? Nee, überhaupt nicht. Ja, das wäre es eigentlich schon. Hoffentlich habe ich Sie nicht allzu sehr gestört. Nein, nein, kommen Sie noch rein. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie kommen. Ach, das haben Sie sich gedacht. Na, wir waren gestern Abend alle bei Schenk. Wir haben ihn geradezu überfallen und wir haben ihm gesagt, er soll was gegen den Mann unternehmen. Das musste Ihnen doch zu denken geben. Richtig, das gab uns auch zu denken. Und Sie haben noch keinen Täter. So ist es. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Sie kommen sicher noch mal vorbei. Also, worum geht's? Tja, es geht um gestern Abend. Wann sind Sie nach Hause gekommen? Sie haben doch einen Wagen. Ja, ich habe einen Wagen. Sind Sie allein gefahren? Ja, ich bin allein gefahren. Hierher? Hierher. Ihre Eltern, die leben nicht mehr, nicht? Habe ich gehört. Woher wissen Sie? Na ja, Dr. Schenk. Ah, das hätte ich mir denken können. Ja, ich lebe hier mit meinem Onkel und mit meiner Tante zusammen. Die sind aber beide im Moment nicht hier, sondern auf irgendeiner Bäderreise. Aber fragen Sie mich um Gottes Willen nicht wo, ich habe keine Ahnung. Also niemand, der bestätigen könnte, wann Sie gestern Nacht nach Hause gekommen sind? Habe ich damit Pech gehabt? Nein, auf was Pech würde ich das nicht nennen. Das hätte ein bisschen unsere Arbeit erleichtert. Was ist denn Ihre Arbeit? Wie meinen Sie? Darf man nicht danach fragen? Nein, nein, das ist eine sehr gute Frage. Ja, was ist der Sinn Ihrer Arbeit? Wir ermitteln gegen Leute, die gegen das Gesetz verstoßen. Die gegen das Gesetz verstoßen? Gegen welches Gesetz? Ja, die beschlossenen, die niedergeschriebenen, die erlassenen Gesetze, die jedes Gemeinwesen braucht, um zu funktionieren. Ach, die. Nein. Nein, es gibt niemanden, der bestätigen kann, wann ich gestern Abend zu Hause war. Wir hätten gern Ihren Sohn gesprochen. Ja, ich glaube, er ist in der Wohnung. Inge, haben Sie meinen Sohn gesehen? Ja, eben war er noch da. Bitte kommen Sie. Danke. Hallo. Ach, da sind Sie ja. Es wurde schon angerufen. Wer hat Sie angerufen? Manni hat angerufen. Und vor ihm Georg und Britta. Ja, und was haben Sie gesagt? Ja, dass Sie unterwegs sind. Mit der Frage, wann wir alle nach Hause gekommen sind. Worum geht es eigentlich? Ach, ich kann dir das jetzt nicht erklären. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Darf ich wohl erfahren, um was es geht? Es ist jemand umgebracht worden. Ich hab dir doch mal von Dr. Schenk erzählt. Eurem Lehrer? Ja. Ein guter Lehrer. Der hat was auf dem Kasten. Irgendwie haben wir noch nie so einen guten Lehrer gehabt. Stimmt's? Aber privat ist der. Wie soll ich das nennen? Was sagt man da? Überlegen Sie doch mal. Eine echte Flasche. Ein Typ, das gibt's gar nicht. Der hat eine Frau, die ihn betrügt mit einem Gymnastiklehrer.
Und der ist tot. Ja. Er ist letzte Nacht umgebracht worden. Ein Mord? Ja. Ja, ein Mord. Und was hast du damit zu tun? Sie wollen wissen, wann wir letzte Nacht nach Hause gekommen sind. Ich, Ursula, Georg Britta und Manni Schliemann. Ja, warum denn? Wollen Sie es ihr nicht sagen? Mhm. Wir untersuchen die Möglichkeit, ob der Mörder nicht einer der Schüler von Dr. Schenk ist. Wie bitte? Es wird ein Mörder gesucht und man kommt deswegen zu dir? Nun fall nicht gleich in Ohnmacht. Wann bin ich nach Hause gekommen letzte Nacht? Weißt du das nicht mehr? Du schläfst doch nebenan, du musst mich doch gehört haben. Hast du mich nicht gehört? Nein, ich habe dich nicht gehört. Da musst du aber festgeschlafen haben. Naja, macht nichts. Mein Vater hat mich ja gehört. Wo ist er? Unterwegs. Er macht die Buchhaltung. Wollt er nicht zum Steuerberater? Ja, verstehe ich das richtig? Sie erkundigen sich? Ja, nach was eigentlich? Nach deinem Alibi? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ja, hält man es denn für möglich, dass du jemand umgebracht hast? Ich find's ja auch komisch. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das sind doch Kinder und die sollen jemand umgebracht haben? Ursula! Ihr seid doch immer zusammen. Was ist das für eine Geschichte? Erzählen Sie es ihr. Das ist so. Wir waren gestern Abend alle bei Dr. Schenk in der Wohnung. Weil er hat uns mal gesagt, dass seine Frau einen Geliebten hat. Deswegen waren wir bei ihm. Weil wir dachten, der hat was nötig. Einen Rat oder auch nur, dass wir ihn verstehen und dass uns das leid tut. Tja, Mama. Und heute Morgen war ihr Geliebter tot. Wann genau ist der Mann umgebracht worden? Nach Mitternacht. Nach Mitternacht? Ja, da warst du schon zu Hause. Ich habe seinen Wagen gehört. Man hört die Garage, wenn sie geöffnet wird. Und das war vor 12 Uhr. Tut mir leid, Mama. Das war nicht vor 12 Uhr. Ich habe Ursula erst noch nach Hause gebracht. Ich war nicht vor 1 Uhr hier. Ist aber lieb, dass du mir helfen wolltest. Und? Sind Sie jetzt weitergekommen? Stefan, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Schüler irgendetwas damit zu tun haben. Es hat schon 10-jährige, 8-jährige, 7-jährige Mörder gegeben. Ja, aber was sollen sie für ein Motiv haben? Deinen alten, naiven Lehrer, den Liebhaber seiner Frau vom Hals zu schaffen, ich meine, das ist doch einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Seine Begleiterscheinung der menschlichen Existenz. Ja, damit lässt sich natürlich einiges erklären. Diese 5 jungen Leute, Harry, die fallen doch, ja, sie fallen irgendwie aus dem Rahmen. Wie ist dein Eindruck? Die färben sich nicht die Haare, tragen keine aufregenden Frisuren, gehen nicht in Leder, beten keine Motorräder an. Also, ich meine, die regen doch niemanden auf. Doch. Mich. Willst du nichts essen? Nein. Hast den ganzen Tag noch nichts gegessen? Hör auf, von Essen zu sprechen. Ich kann nicht. Ich weiß ja, wie dir zumute ist. Das weißt du nicht.
Das kannst du nicht wissen. Oder weißt du es doch? Ich möchte dich etwas fragen. Könntest du meinetwegen einen Mord begehen? Sag's mir. Würde es dir gefallen? Was hast du damit zu tun? Eins weiß ich. Du hast etwas damit zu tun. Derek kommt. Willst du nicht rübergehen und dich erkundigen? Herr Derek. Kann ich Sie mal sprechen? Neues? Was wollen Sie wissen? Sie forschen jetzt auch bei meinen Schülern nach. Ja. Und? Gibt's was Neues? Ich habe Ihr Alibi überprüft. Keiner von Ihnen hat eins. Verstehen Sie, was ich sagen will? Es ist nicht so, dass ich sagen könnte, Sie haben mit der Tat nichts zu tun. Halten Sie das für möglich? Ja, das halte ich für möglich. Was vermuten Sie? Dass die jungen Leute gestern Nacht noch in das Fitnesscenter gefahren sind? Warum, das weiß ich nicht, aber vielleicht... Ja, vielleicht wollten sie den Mann zur Rede stellen. Vielleicht wollten sie ihn provozieren, das weiß ich. Oder vielleicht wollten sie auch noch ihren Spaß mit ihm haben. Aber dann war es eine Art von Spaß, aus dem tödlicher Ernst wurde. Das wäre dann... Mein Fehler. Ein Erziehungsfehler. Ich habe Ihnen immer gesagt, dass ideale Zustände das Normale sind. Das sind sie nicht. Das Chaos ist normal, nicht? Was hätte ich Ihnen sagen sollen? Was habe ich da für einen Fehler gemacht? Polizei, guten Tag. Grüß Gott miteinander. Guten Tag. Gilt das uns? Ja, natürlich, das gilt Ihnen. Was sagt ihr dazu? Gibt es einen besonderen Grund? Ja, wir suchen immer noch den Mörder von Rhonda. Können Sie den nicht vergessen? Nein, wir können den nicht vergessen. Wir müssen ihn finden. Finden Sie immer alle Mörder? Nein, nicht alle. Und setzt Ihnen das dann ganz besonders zu? Ja, setzt mir zu. Aus einem ganz einfachen Grund, weil der Tote ein Mensch war, dessen Leben vorzeitig und gewaltsam beendet wurde. Okay, okay. Aber jetzt ziehen Sie bloß keine voreiligen Schlüsse. Ja, es sagt ja keiner, dass der Ermordete die Schuld trägt. Warum stehen Sie hier? Wir ermitteln gegen Sie. Und? Wie machen wir das? Wir besorgen uns Informationen. Ich meine, so wie Sie sich hier jetzt verhalten, ist natürlich auch eine Information für uns. Neues? Wir erfahren gerade, dass gegen uns ermittelt wird. Ermittelt? Keine Sorge, Herr Doktor. Sorge, Sorge, was heißt hier Sorge? Natürlich mache ich mir Sorgen. Ja, eine offene Provokation ist das. Ja, wenn du das nicht begreifst, die provozieren uns. Wenn er sagt, sie werden nicht ans Ziel kommen. Womit er recht haben könnte. Aber wir geben doch nicht auf, oder? Nein, ganz sicher nicht. Thank you.
Sie können doch nicht mal auftauchen und nur dastehen. Was gibt's denn Neues? Sie verschaffen sich Informationen. Über unser Verhalten? Wie verhalten wir uns? Sie erschrecken immer, wenn Sie uns sehen. Es geht uns langsam auf die Nerven. Ja, warum tun Sie das? Nun passen Sie mal auf. Wir möchten von Ihnen wissen, was in der Nacht passiert ist, in der Rhonda umgebracht wurde. Na gut. Wir würden gerne mit Ihnen allen nochmal sprechen. Selbstverständlich. Reden können Sie mit uns immer. Ist doch ein Wort. Habe ich das richtig verstanden? Wir sind eingeladen? Ja, das haben Sie richtig verstanden. Was sagen wir denn dazu? Bezahlt das die Staatskasse? Nein, nein, das bezahle ich. So, und vielen Dank erstmal. Nicht so schnell. Erstmal sehen, was er will. Legen Sie mal los. Mhm. Ihre Beziehung zu Dr. Schenk interessiert uns. Er ist unser Lehrer. Und das ist er schon seit, ja, wie lange eigentlich schon? Ach, wir haben ihn schon ein paar Jahre. Den kenne ich besser als mein Vater. Schenkt sich jeden Tag. Fast jeden Tag. Mein Vater, habe ich Ihnen das nicht gesagt? Mein Vater ist Geschäftsreisender. Den sehe ich kaum zum Wochenende. Ich würde mich an Schenke halten. Da war ich besser bedient. Naja, wenn man sowas über seinen Lehrer sagen kann. Das kann man nicht über jeden Lehrer sagen. Aber von Dr. Schenk. Ja, von ihm schon. Was ist denn das Besondere an ihm? Gut, wie soll man das sagen? Er ist... Manchmal ist er, kann man sagen, wie ein Kind. Ja, kann man sagen. Wissen Sie, in den ersten Jahren, als wir alle noch ganz dämlich waren, da haben wir den Mann nur fertig gemacht und gequält. Weil es ein Typ ist, den man quälen kann. Der sich quälen lässt. Irgendwie haben wir damals nicht richtig mitgekriegt, was mit ihm los ist. Was für ein Mensch das überhaupt ist. Er ist, na, Sie verstehen das ja doch nicht. Dann versuchen Sie mal, es zu erklären. Ja, wir fingen an, ihn besser zu verstehen. Was er sagte, das kriegen wir plötzlich besser mit. Was sagte er denn? So ein paar Sachen, die uns erst später aufgingen. Wie kann man so eine Frage beantworten? Er sagte mal, tut keinem anderen Menschen weh. Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich hab's behalten. Gerade das. Würde doch alles ganz anders laufen, wenn jeder sich daran halten würde. Und eine Sache, die lag ihm besonders am Herzen. Klar, wissen wir alle. Ich kann's nicht sagen. Warum nicht? Also gut. Er sagte... Versaut eure Jugend nicht. Geht nicht durch sämtliche Betten. Ihr betrügt euch selbst. Ihr werdet eins dabei nicht kennenlernen. Nun komm schon, Adrian, sag's ihnen. Er meinte die Liebe. Wenn Sie das sagen, hört sich das ganz anders an. Wie hört es sich an? Nicht so dramatisch. Bei Schenk war es so, dass man die Luft anhielt, wenn er dieses Wort aussprach. Was sagt er noch? Das ist das wichtigste Wort der Welt und das am wenigsten verstandene. Verstehen Sie? Hm? Oh, ja, schon, ich denke. Kaum zu glauben. Warum ist das kaum zu glauben? Weil es so gar nicht modern ist. Heute geht es doch nur darum, wie kriege ich meinen Spaß. So viel wie möglich. So lange wie möglich. Die meisten stehen noch mit dem Gesicht vor der Wand. Die sie nicht sehen. Auch so ein Satz von ihm. Wissen Sie, wir hätten wahrscheinlich alle vor der Wand gestanden, wenn er nicht gewesen wäre. Und dann haben Sie erfahren, dass seine Frau ihn betrügt. Er erzählte es uns. Er hatte großes Vertrauen zu uns. Der hat es einfach nicht für sich behalten können. Und da fühlten Sie sich plötzlich für ihn verantwortlich? Ja, schon. Seine Frau weiß doch gar nicht, was sie an dem Mann hat. Sie können sich doch vorstellen, wie wir darauf reagiert haben. Und der Gymnastiklehrer? Ich habe ihn mal gesehen. Ja, ich wollte mir mal anschauen. Das habe ich dann auch getan.
Der Mann hatte hauptberuflich breite Schultern. Er war völlig bescheuert. Nichts als Muskeln. Der war einfach eine Beleidigung. Ach, der Abend bei Dr. Schenk, als Sie ihn da aufsuchten, aus einem besonderen Anlass? Eigentlich nicht, nein. Kein besonderer Anlass. Worüber haben Sie gesprochen? Wir haben gesagt, hauen Sie doch endlich mal auf den Tisch. Treten Sie den Kerl in den Hintern. Und Ihre Frau auch. Überlegen Sie mal. Der Doktor verlässt morgens das Haus und der Kerl kommt zum Frühstück. Was hat so ein Mann verdient? Den Tod? Ich nehme Sie mit. Ich nehme Sie alle mit ins Präsidium. Ich kann dazu nichts sagen. Bitte verstehen Sie das. Sie sind erst um 1:30 Uhr nachts nach Hause gekommen. Ja, die Uhrzeit stimmt. Wir haben uns bei den Eltern von Ursula erkundigt. Sie brachten sie um 1 nach Haus. Sie waren beide in großer Aufregung. Ursulas Mutter hat sie dann gefragt, was ist denn los? Sie sagten, es ist etwas passiert. Und ich sage Ihnen, es ist nichts passiert. Nichts. Gar nichts. Ich kann nicht mehr. Okay. Okay. An diesem Abend also, da hatten wir ihm eingeheizt, dem Doktor, den wir alle liebten und der uns so irrsinnig leid tat. Er brachte uns runter auf die Straße. Wir waren alle ein bisschen beschickert, wir hatten getrunken. Er auch. Er war in einer ganz besonderen Stimmung. Er neigte dazu, uns Recht zu geben. Wir redeten ihm zu. Fahren Sie doch hin zu dem Mann, jetzt, und stauchen Sie den Mann zusammen. Und sagen Sie ihm, dass man mit Ihnen nicht alles machen kann. Wo haben Sie denn Ihren Wagen, fragte Adrian. Und haben Sie die Autoschlüssel in der Tasche? Aber wir fanden das alles ganz prima, dass wir ihn überreden konnten. Wir schlossen ihm sein Auto auf und setzten ihn rein. Ihr habt recht, hat er gesagt. Man muss dem Mann mal sagen, dass es so nicht geht. So nicht. Er brachte den Wagen dann auch tatsächlich in Gang und fuhr los. Hey, das möchte ich sehen, was der jetzt macht. Aber der fährt nicht hin, der macht die Kurve und kommt zu. Was sag ich, der fährt hin. Ja, der fährt hin. Ich glaub's auch nicht, dass er hinfährt. Doch, komm, fahren wir ihn nach. Ja, wir fahren nach. Wir sind in die Wagen und hinterher. Irgendwie war das plötzlich ein Riesenspaß zu sehen, was er nun tatsächlich machen würde. Wir sahen seinen Wagen. Da ist sein Wagen. Oh ja, das haut mich um, der ist wirklich hin. Ich hab euch doch gleich gesagt, dass der herkommt. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, wir warten, bis er rauskommt. Oh, ja. Und gratulieren ihm. Oh, ja, nein, wir dürfen uns nicht sehen lassen. Er soll nicht merken, dass wir ihn nachgefahren sind. Wir zogen uns ein bisschen zurück und warteten. Eine halbe Stunde haben wir gewartet, bis er dann wieder rauskam. Los mit ihm. Also so begeistert sieht er ja nicht aus. Hat der den vielleicht geprügelt? Ach Quatsch. Aber irgendwas ist doch mit ihm. Der kriegt ja nicht einmal seinen Wagen auf.
Dann sind wir hingegangen. Zum Eingang. Es war nicht abgeschlossen. Tja, und so. So fanden wir den Toten. Den wir auf dem Gewissen haben. Und unseren Lehrer haben wir auch auf dem Gewissen. Ja, haben wir nicht? Bitte kommen Sie doch rein. Darf ich vorgehen? Meine Frau ist leider nicht da. Ich kann Ihnen gar nichts anbieten. Aber Sie wollen sicher nichts trinken. Nein, danke. Tja. Mein ganzes Leben dachte ich, dass es einfach sein würde, keinen Fehler zu machen. Das war ein Irrtum.